Ja, meine Freunde. Eine Runde mit Steel habe ich heute mal vor. Ich habe mir ein Tankdeck zusammengestellt. Und das wollen wir doch heute mal direkt ausprobieren. Steel Nummer 1. Erstmal geht's los mit unseren Dingens, Tokens, Krams, Gedöns, Bums, Dingens, Bums. Das Deck ist eigentlich ganz gut. Ich habe mich da selbst mal ein bisschen improvisieren lassen. Und ja. Deswegen gucken wir mal. Ich glaube. Brauchst du Hilfe? Ich helfe dir nur eben schnell deinen roten Buff machen. Hast du Lags, mein Freund? Das sieht nicht gut aus. Na los. Schnell, ich muss da weiter supporten. Aber erst wenn du deinen roten Buff hast. Du scheinst mir Lags zu haben, mein Freund, oder? Ich? Das sieht mir doch eher nach dir aus. Weil, wie heißt du? Kai Kitsuka. Schön, dass wir uns kennenlernen. Ich bin der Gunshot. So, ich glaube, die Mitte braucht Unterstützung. Meine arme Sparrow. Kurz geholfen, das hat sich direkt gelohnt. Bloß zurück, weiche von mir, du kommst hier nicht durch. Mädel, lass dich dann da nicht reinziehen jetzt. Genau. Ich hab's gesagt, geh zurück. Oh nein, warum hat er den Skill schon ausgerüstet? Was ein Sack. Und jetzt weg. Lauf doch! Yep. Ich muss ein Stück weiter zurück, weil ich nicht weiß, wo der Typ auftaucht. Ulti hat er noch nicht. Ich muss back. Puiuiuiui. So, meine Freunde. Was hatten wir denn jetzt gerade? Energieschaden, ne? Ich werde erstmal auf die Fackel des Ursprungs gehen. Und unsere göttliche Barriere reinknallen. Piep! Das stimme ich immer ganz nach dem ab, was ich im Endeffekt für Gegner habe. Auf meiner Lane vor allen Dingen. Was brauche ich zuerst? Brauche ich zuerst Energierüstung etc. Pipi. Aber ihr kennt das. Linke Seite sieht scheiße aus, kriegt er aber hin.
Rechte Seite sieht scheiße aus. Ich gehe mal rechte Seite unterstützen. Ja, meine Freunde, warum war das letzte Video in solch einer Scheißqualität? Ja, ich habe irgendwie Probleme mit OBS. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Los war. Auf jeden Fall hoffe ich, das jetzt langsam behoben zu haben. Es soll wohl am Quicksync gelegen haben. Ich habe jetzt mal wieder auf x264 und Nvidia Rendering und so weiter gewettet, geschaut, umgestellt. Also ich streame und nehme ja auch gleichzeitig auf. Und für den Stream habe ich jetzt den x264, also über den Prozessor. Und das Aufnehmen, also die Aufnahme selbst, lasse ich über die Grafikkarte laufen. Damit halt nicht alles auf den Prozessor geht oder halt alles auf die Grafikkarten. Ich hoffe, das zahlt sich auch aus. Was hast du denn? Good job, good job. Mitte, ich bleib Mitte. Whoop. So, zum Glück macht Carrera noch nicht so viel Schaden. Hab seine Aktion gerade sowieso nicht so ganz verstanden. Da hätte ich doch eher gewartet, bis Grimm mit dabei ist. Um mich wegzusnacken. Und vor allen Dingen hat er nicht mal Ulti ready gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ganz großer Fehler, Carrera. Ganz großer Fehler. Vor allem mit Chimera auf Steel zu gehen, finde ich sowieso immer etwas, ja, riskant. Ich meine, der muss ja davon ausgehen, dass ich voll auf Def gehe, was ich ja nur auch noch tue. Zwar jetzt gerade nicht auf physisch Def, aber naja. Nein. Wo war das? Links. Ja, ich komme. Achtung, Weg links. So. Das war doch schon mal ganz gut. Mitte ist gut gepusht, rechts geht. Sind die alle zurückgegangen, was? Scheiße. Da kommen sie schon. Nicht mehr viel, Leute. Nicht mehr viel. Komm. Zu langsamer Attack Speed, zu langsamer Attack Speed, zu langsamer Attack Speed, zu langsamer Attack Speed. Scheiße. Aber er fällt. Sehr gut gemacht. Okay, wen haben wir da? Wer kommt da ganz aggro? Och ja. Mittlere Fahrt verteidigen. Na komm her. Was denn? Was denn? Oh ja, genau. Ach, schade. Kleinen Pussys, warum zieht ihr euch denn zurück? Scheiße.
So, jetzt noch gehärtete Plattenrüstung. Und danach werde ich mir den Pendel des Fürsten mal einverleiben. Bisschen mehr Mana. Mana, Mana, Papi, Bidi, Bip. Mana, Mana, Papi, Bip, Bip. Mana, Mana, Papi, Bidi, Bidi, Bip, Bidi, Bidi, Bip, Bidi, Bip. Scheiße. Ich finde, eigentlich ist es mit Zielen relativ entspanntes Spielen. Es kommt immer drauf an, weil er halt natürlich auch mehr einsteckt. Selbst ist es eigentlich nicht meine Klasse. Mir wurde zwar schon gesagt, dass ich mit ihm echt gut supporte, aber ich bin halt auch so ein Hau-drauf-Mensch. Ne? Ihr seht das gerade selbst. So ein bisschen hinterherrennen, nochmal einen reindrücken. Ja, ein guter Spieler macht das nicht, der weiß, wann genug ist, aber ich nehme einfach mal an, dass man sich auch von Emotionen leiten lassen kann. Er rennt wieder weg. Warum greifst du denn mich an, Minion? Ich habe deinem Typen noch nicht mal was getan. Ich muss kurz hier aufräumen. Okay, du bleibst hier. Dann kann ich darüber. Ich hasse das, dass ich das nicht irgendwie schneller... Ich glaube, das gibt mir Controller wesentlich angenehmer. Verpiss dich bloß, ja. Das war eine völlig unnötige Ulti. Aber sowas von unnötig. Wozu? Leute, wozu? Jetzt ist links scheiße. Ich bin allein rechts, oder? Ja. Na gut. Nee, bin ich nicht. Was denn? Das geht noch. Man muss es ja nun nicht übertreiben, oder? Zum Glück bin ich auf Energieresistenz gegangen. Zum Glück. Wollte sich hin teleportiert, Mann. Hä? Was war das? Ach, der hat seine Ulti benutzt. So, ist mal wieder zu fickrig gewesen. Allied Tower destroyed, hört sich immer schlecht an. Warte mal, ich habe einen Punkt übrig, warum? Mitte, scheiße. Ach so, genau. Ablegen. So. Ja, Freunde.
Jetzt waren wir zu dritt auf der rechten Lane, kriegen das trotzdem nicht hin. Aber ich mach halt auch kein Damage. Ich bin wirklich Full Support eigentlich. Und ich will trotzdem draufhauen. Ich bin schon wieder... Ich war in der Vorrunde Grux gespielt. Und ja, mit Grux... Ne, ihr wisst selber Bescheid. Da supporte ich ja nicht großartig. Aber ich gehe jetzt mal kurz zur Mitte, dass ein bisschen die finden hier. Da vorne geht schon wieder übelst der Trubel. Oh, fuck. Genghis, das ist nichts. Tja, das war klar. Wenn ihr keine Wards habt, einfach nicht so viel haha daneben geschmissen, Vogel. Habe ich euch ein bisschen geärgert? Perfekte. So. Das ging besser, als ich mir gerade gedacht hatte. Ich dachte schon, ich habe die Ulti fast umsonst rausgehauen. Oh, Mana auffüllen. Macht ihr denn rechts? Gehst du jetzt nach rechts? Ja, er geht nach rechts. Gut. Zum Pushen bin ich hier aber der Falsche. Oh, fuck, Alter. Rechts, ich komme! Und weg. Und nochmal weg. Puh. So, ich renne wieder zur Mitte. Sterben Sie! So, ich würde sagen, das läuft doch bis jetzt ganz gut. Jetzt gehe ich aber zur Mitte. Ich lasse hier die Typen, das geht gar nicht. Scheiße, tut mir das leid, Leute. So, aber jetzt, meine Freunde. Halt, falsch, siehst du, damit komme ich nicht klar. Gleich zurück, so. Bisschen Kartenmacht ausgeben. So, hui, und wieder unterwegs. Mitte sieht gut aus, links sieht gut aus, rechts sieht auch gut aus. Also jetzt kann ich es mir aussuchen, links gehen schon zwei hin. Das heißt, ich nehme erstmal bloß den Sammler hier mit.
Ja, liebe Freunde, ihr schaut jetzt wahrscheinlich auch und denkt, warum wardet der nicht? Warum hat er doch einen Schutztotem dabei? Ja, eigentlich finde ich, dass wir sehr gut warden, die anderen eher nicht. Und ich finde das, ja, ich muss dazu sagen, ich könnte jetzt sagen, das ist zu übertrieben gewordet. Man kann nie genug warden, aber ich selbst, ich vergesse es selber immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist sehr wichtig, das weiß ich auch, aber ja, ich vergesse es halt. Und deswegen habe ich den jetzt auch nicht ausgerüstet, weil ich die Prioritäten da ein bisschen anders setze. Und vor allen Dingen Warden aber meine hier echt gut, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr euch da mal umschaut. Also das ist eigentlich okay, dass ich. Wie schnell ist er denn jetzt gerade von. Ach, Scheiße. Was ein Sack, ne? Ich hasse ja sowas Feiges. Schade. Das war unnötig, die Ulti. Na nein! Scheiße. Da seht ihr es wieder, dass ich mich manchmal nicht zurückhalten kann. So eine Scheiße. So Pendel des Fürsten wollte ich wegen Mana und Abklingzeit, ne? Ja, richtig. Ja, ihr macht das gut da. Einmal frei. Ja, ich würde mir jetzt auch zurückziehen da. Wie sieht die Mitte aus? Warum spannst du deinen Bogen? Renn doch einfach. Oder rennt die standardmäßig so rum? Nö. Ich mag ja die Sparrow. Ist das die Sparrow? Ich mag die ja persönlich nicht so. Ich habe die zwar noch gar nicht gespielt, aber jedes Mal, wenn ich gegen sie spiele, finde ich sie zu einfach. Entweder konnten die Leute sie nicht richtig spielen, aber ich finde die irgendwie so, als ob das so ein Opfer-like, ne? Kann die gut sein, Leute? Haut mir das mal in die Kommentare. Ich habe da wirklich noch keine Erfahrung mit. So, wir pushen hier mal die Mitte, während die anderen da beschäftigt sind. Noch ein bisschen Last hitten hier. Ey! So. Ja, Sammler sind zwei gestellt immerhin. Drei? Oh, doch auch gut. Also Chimera. Wir haben gar kein Chimera. Haben wir kein Chimera? Nee. Der macht wahrscheinlich unser Kitsukatsa, ja, seinen Job ganz gut. Apropos, wo ist der? Ist er noch da? Ja, der ist 13. Den sehe ich gar nicht. Doch, da hinten im Jungle ist er. Ich habe schon gedacht, der hat einen Disconnect.
Mein Gott, renn doch nicht gleich wieder weg, ey. Oh, das finde ich nicht in Ordnung. Echt nicht. Wenn ich schon den Damage von denen auf mich nehme, dann kannst du doch... Ja, ich weiß auch nicht. Den kannst du doch mal ein bisschen was anderes tun, oder nicht? So, ich hau hier Mana raus. Habe ich jetzt das richtig rausgehauen? Ja. Und da kann ich Leben reinpacken. Sind sie sich... Alter. Ich möchte nicht sagen, aber ein bisschen mehr Support von dir, lieber Grux, wäre gerade echt ganz cool. Gerade wenn du siehst, dass irgendwie noch zwei Leute oder drei Leute tot sind, dann muss es nicht sein, dass du in Ruhe im Jungle weiterklopfst, sondern vielleicht einfach mal eine Lane saves. Und vor allen Dingen so lange brauchst, um da irgendwas drum zu kartieren, mischen. Was machst du da? Der mischt sein Deck nochmal durch. So. Links ist okay. Rechts ist... Naja. Wo gehen sie? Kommen sie hin? Oh, Mitte. Die kleine Sparrow. Ich glaube aber, die wollen nach rechts. Naja. Mann. Vogel. Wollten sie sich kaschen? Sehr gut gemacht. Jetzt ist die Mitte interessanter für euch, oder? Oder kommt ihr gleich wieder? Wie gut. Wir pushen mal ein bisschen weiter hier die Lane, ne? Wenn die anderen so beschäftigt sind dann mit euch. So. Ich glaube, das ziehen die Gegner nicht bis zum Ende durch. Ich könnte wetten, die geben gleich auf. Ja. Was hast du denn? Verzieh dich mal lieber zu deinem Inhibitor. Weg. Geh nochmal zurück. Achtung. Nein, bleib hier! Boah, Alter. Achtung. Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, er geht tot! Nein, er geht nicht tot. Schwein gehabt.
So, komm, hau ab. Gut. Warum ich stehen geblieben bin, Leute? Ganz einfach aus dem Grund, dass ich nicht wollte, dass jetzt vielleicht noch einer kommt und den Kasch. Hauptkugel? Okay, gleich da. Zwei. So, warte. Physische Rüstung ist das Quantumgehäuse. Das will ich aber nicht. Ich glaube, ich will die Thermobande. Energierüstung ist hier etwas heftiger. Mehr angebracht. Gut, hab ich. Ich bin unterwegs. Meine Freunde, ich bin unterwegs. Soapkugel, habt ihr gehört? Warte, ich schreib das. Achtung. Auf dem Weg. Auf dem Weg. So viele Möglichkeiten gibt's da doch nicht. Nee, wird nichts. Warum callt er denn, dass er den Big Dingsbums Kacke mit Arsch machen will? Okay. Will er machen oder will er nicht machen? Was macht er? Okay, alles klar, Meister, du gehst mir richtig auf den Sack. Was callst du denn? Das hat mich jetzt sowas von Zeit gekostet. Der macht da bloß in Ruhe seinen Jungle-Scheiß, ne? Finde ich nicht gut. So, einer konnte jetzt zwar abhauen, aber... Leck mich! Oh, Mann, nein! Die blaue Kugel ist war meine! Angriff, Stärkung, Hauptkugel. So, jetzt lass uns da hingehen. Angriff, Stärkung, Hauptkugel. So. Und jetzt kann der Spaß richtig losgehen. Lop. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Leben. Ja, es ging ja nochmal gut.
Aber wie gesagt, die warden auch echt gut ab diesmal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Gruppen, wo die wirklich gut abwarden. Und meine KD mit Steel ist diesmal echt gut, auch wenn es bestimmt ganz viele Lackdinger waren. Warte mal, jetzt könnte ich eigentlich mal kurz die Punkte da noch einnehmen. Weil bis jetzt sind alle Lanes ganz gut. Der Rest kriegen wir auch noch gepusht. Aber falls einer noch ein paar Pünktchen braucht, benötigst Hilfe. I'm on my way. Und weg ist er. Lalalalala. Und warum macht er mir kaum Schaden? Genau, weil Chimera meistens keine physische Durchdringung mit dran hat, sondern einfach nur Attack. Es gibt auch welche mit physisch Durchdringung, die tun mir dann tatsächlich noch dolle weh, aber sonst geht's eigentlich. Und der hier, der tut mir gar nicht weh. Da, gucke. War ein toller Skill. Hast du gut gemacht. So. Und spätestens jetzt müssen die aufgeben. Das macht da keinen Sinn mehr. Das macht doch gar keinen Sinn, meine Freunde. Das macht doch gar keinen Sinn. So, haben wir hier noch einen Inhibitor active? Ja, den linken. Toll, jetzt gar kein Gegner mehr für mich übrig. Ja, aufpassen müssen wir auch nicht. Also, war jetzt ein bisschen easy gerade die... Ich bin, wie gesagt, random unterwegs, also selten auf so eine gute Truppe gestoßen in letzter Zeit. Also die hier wirklich miteinander spielen. Bis auf Grux irgendwie. Der, ich wundere mich, wo die Leute bleiben. Das ist kein Wunder, wenn die da hinten festhängen. Leute, sagt doch was. Nächstes Mal callt ihr, dass ihr Hilfe braucht, ne? Ich nehme mal Punkte einsammeln hier. Das glitzert so schön am Boden. So, auch der dritte Inhibitor wird gleich fallen. Tja, und dann werden wir euren Kern ganz dolle knallen. Wurde der gerade geheilt? Was kommt da mit der Ulti? Beste, was ich machen kann, ist wegrennen. Und dann lachen dann. Scheiße. Rennen Sie um Ihr Leben! Oh. Wer war denn da noch mit mir da? Du stirbst leider. Ich kann dich nicht mehr supporten. Das würde keinen Sinn machen. Annihilation. Annihilation. Zum Glück haben die keine Kalari. Die würde mich jetzt nämlich aus dem Leben hauen. Warum ich überhaupt zurückporte. Gut. Ich würde sagen, das war's.
Ja, meine Freunde, sah doch ganz gut aus. War eine gute Runde für den Einstieg in den Tag. Okay, zweite Runde heute schon. Das war Stil. Und ja, könnt ihr euch ja nochmal angucken. Ich bin von den Punkten her ein bisschen zu weit zurück, aber gar kein Problem. Ne? Wie gesagt, die Gegner waren auch, glaube ich, ein bisschen unterlegen. Muss ich gleich mal nachgucken auf Agora. Und ja, wer als nächstes kommt in meinem nächsten Video, weiß ich noch nicht. Wird auf jeden Fall wieder jemand anders sein, den wir noch nicht in meinen Videos hatten. Hoffe, ihr seid auch da wieder mit dabei. Wenn ihr natürlich mehr sehen wollt von Paragon, dann bei Facebook einfach folgen. Ich werde dann nämlich immer sagen, wenn ich bei Twitch online gehe, ich bin bei Twitch, könnt ihr die komplette Chose sehen. Mich natürlich auch. Und dann zocken wir ordentlich Paragon mit, ja, mit Madin, mit Schwanzos, also dem Sascha und so weiter. Genauso Mr. Doom. Und wer noch dazu kommt, wie Desho und so weiter. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch dabei seid. Oder auf Twitch. Wie gesagt, ich überlasse es euch. Und damit würde ich erstmal sagen, haut rein, ich bin raus, bis dann, ciao.